Sascha von netbooknews.de. Wir machen unser erstes Unboxing in einer Gondel. Das ist die Maokong Gondola im Südosten von Taipei, mit der man in die Tierberge hineinfährt. Und ich habe gerade ein Riesenproblem, weil ich unheimliche Höhenangst habe und das hier alles nicht ganz so schön ist für mich. Deswegen konzentriere ich mich lieber auf das Unboxing, das HTC Mozart. Windows Phone 7, was mit Qualcomm Snapdragon, das ist die Generation vom letzten Jahr, 1 GHz, die Adreno 200 GPU ist da eingebaut. Ich glaube, es hat irgendwie sowas mit 700 und ein paar zerquetschte 576 MB RAM. Für Domo und Soldaten steht es hinten drauf. Internal Storage 8 GB und eingebaut. Ihr könnt natürlich noch eine MicroSD-Karte einbauen. Und das schauen wir uns auf jeden Fall jetzt mal an. Das habe ich von Qualcomm bekommen auf dem Mobile World Congress in Barcelona. Und bin jetzt endlich mal dazu gekommen, es mir anzuschauen. Noch nicht wirklich, aber zumindest können wir schon mal auspacken. Verdammt, das ist hoch hier. Ich hoffe, wir bleiben hier nicht stecken. Bevor wir uns das vorne angucken, ein paar Aufkleber mit der Seriennummer. Keine Ahnung, ob es Fanboys gibt, die sich Seriennummern irgendwo hinkleben aufs Auto. Einen ganzen Schwung Garantiebestimmungen, Quick User, License Agreements und hier, wie komme ich schnell mit meinem Windows Phone 7 klar, Quick Start Guide. Und dann haben wir hier ein kleines Headset. Das ist dann Micro-USB auf USB, wobei ihr den Micro-USB dann auch entsprechend hier an den Netzteilstecker anschließen könnt, weil ihr wollt das Gerät ja wahrscheinlich auch irgendwann mal wieder aufladen. Kommen wir zum Gerät selber. Das Erste, was mir auffällt, ist, es gibt keine physikalischen Tasten auf der Vorderseite. Also hier jetzt nur so zwei so Taster zurück. Eine Windows-Taste, keine Ahnung, ob es denn das Windows-Start-Menü öffnet, und eine Suchfunktion. Wofür der Taster hier zuständig ist, weiß ich im Moment noch nicht. Hier oben An- und Ausschalter, Anschluss fürs Headset. Auf der Seite haben wir hier die Lautstärkeregelung und dann den Micro-USB-Anschluss. Auf der Rückseite ist, soweit ich weiß, eine 5-Megapixel-Kamera eingebaut mit einem Flashlight-LED, was ganz schön ist. Hier sind noch ein bisschen die Lautsprecher. Und ansonsten ist das hier so ein Aluminium-Unibody. Das fühlt sich alles sehr, sehr cool an. Ist relativ leicht. Anmachen können wir es leider im Moment nicht, weil ganz einfach das Ding leer ist. Aber wir können es vergleichen mit dem HTC Desire. Und dann seht ihr, dass sie beide ein 3,7-Inch-Display haben. 800x480 ist die Auflösung. Auch so sehen die sich vom Formfaktor sehr, sehr ähnlich. Dann legen wir die mal so übereinander, weil auf dem einen ist schon eine Schutzfolie drauf. Ihr seht, die tun sich nichts von der Größe, von der Dicke oder wie auch immer. Das ist im Grunde genommen ja der gleiche Formfaktor. Was kostet der Spaß im Moment? Keine Ahnung. Schaut auf Amazon oder eBay oder wie auch immer nach. Oder beziehungsweise bei dem Provider eures Vertrauens. Wie gesagt, wir können es im Moment nicht anmachen, aber das schauen wir uns jetzt alles einfach mal in unserem kleinen Walkthrough-Video an. Dann könnt ihr sehen, wie gut ich mit Windows Phone 7 klarkomme.